Ich muss darum bitten, dass ihr mit Eile vorgeht. Ja, wie immer. Wenn ihre Fährte erst einmal verloren ist, wird es schwierig werden, sie wieder aufzunehmen. Mhm. Mit Eile. Wo mussten wir uns noch hin? Hier konnten wir noch einen Questfall annehmen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier ein paar Quests in den Ferngrab. Ich habe hier zwei Pfeile direkt voraus. Wahrscheinlich oben weiter, ne? Jo. Ja. Ah, hier ist schon mal eine. Ihr da, der Sterblicher. Ihr scheint mir fähiger als die meisten. Der Griff der Statuten hat eine Aufgabe, bei der ihr vielleicht helfen könnt. Die Festnahme sterblicher Verbrecher. Soweit ich weiß, gefällt eure Art, der materielle Zugewinn. Ich kann euch für eure Hilfe bezahlen. Wie lautet die Aufgabe? Eine Bande von sterblichen Dieben hat versucht, eine große Menge der Droge namens Rotjungfer zu stehlen. Als man versucht hat, sie festzunehmen, liefen sie zum Platz der Portale und flüchteten ins Karg. Und was soll ich für euch tun? Ihr müsst das Karg nach diesen Verbrechern absuchen und sie zurück zu mir bringen. Ihr Anführer heißt Bark. Er ging als letzter durchs Portal und sollte daher leicht zu finden sein. Er ist ein gerissener Sterblicher. Doch er und die anderen können nicht weit gekommen sein. Okay, ich suche nach Tag. Bringt die Verbrecher sofort nach Ferngrab zurück, sobald ihr sie festgenommen habt. Ich werde mich dann um alles kümmern. Ich muss darum bitten, dass ihr mit Eile vorgeht. Ja, wie immer. Wenn ihre Fährte erst einmal verloren ist, wird es schwierig werden, sie wieder aufzunehmen. Mhm. Mit Eile. Wo mussten wir uns noch hin? Hier konnten wir noch einen Questfall annehmen. Ach, hier ist eine Wand. Arbeiter in Ferngrab gesucht. In die Stadt Ferngrab im Reich. Wo bist denn du? Einmal um die Ecke gegangen. Oh, auch in der gleichen Etage. Da hängt ein Zettel an der Wand. Die Stadt Ferngrab im Reich des Vergessens ist geplagt von Problemen und Gefahren. Wir suchen fähige Abenteurer, die sich um die unbeschreiblichen Schrecken in und um Ferngrab und das benachbarte Reich der toten Länder kümmern. Wenn ihr interessiert seid, euch eure Dienste mit Geld und Ruhm vergelten zu lassen, dann hat Haus was Hexos eine Aufgabe für euch. Weitere Informationen erhaltet ihr bei Hewitt Hexos in Ferngrab. Den Zettel auch? Ja. Ach, das sind hier der Hinweis zu den Tages, zu den Dailies. Quatsch ich kurz mit ihm hier. So viele neue Gesichter in Ferngrab. Falls ihr Arbeit braucht, ja, erzähl mir mehr über die Aufträge. Ich kümmere mich nicht um Aufträge, falls ihr allein. So, danke. Aber Dailies machen wir jetzt nicht, ne? Ich hab jetzt hier noch einen Questfall geradeaus. Ihr da, kommt und sprecht mit mir. Ah, mein unerschrockener Gefährte aus der Stadt der Uhrwerke. Wie ich sehe, springt ihr von einem rätselhaften Ja, irgendwas sagt der mir. Das trifft sich gut. Die weit für. Jemanden mit euren Der war doch auch bei der Stadt der Uhrwerke. Der hat uns doch geholfen. Mit dem Fürsten da, mit den einen von dreien da. Was soll ich für euch tun? Ich habe vor kurzem entdeckt, dass jemand vorhat, Mephalas wichtigstes Artefakt, die Ebenerzklinge, zu versteigern. Ich hatte kaum vermutet, dass so etwas möglich ist, doch ich überlasse nichts dem Zufall. Als ich begann, Erkundigungen anzustellen, sagte das Haus Hexos die Auktion ab. Meint ihr, man hat die Auktion euretwegen abgesagt? Ich bin die führende Autorität, was dädrische Artefakte und die großen Magier unserer Epoche angeht. Also ja, ich bin mir recht sicher, dass sie versuchen, die Waffe vor mir zu verbergen. Ein törichtes Unterfangen. Wenn ihr entscheidet, mir bei der Suche nach der Klinge zu helfen, werde ich euch gut entlohnen. In Ordnung, ich werde euch helfen. Unser erstes Anliegen ist die Untersuchung des Auktionshauses. Es ist da drüben bei dem Nereidenbrunnen. Sammelt Aussagen, Schriftverkehr, alles, was ihr könnt.
Sobald ihr genug aufgetan habt, trefft mich am Markt am Nordzugang zu den Bruchgassen. Okay, machen wir. Ja, dann gehen wir wieder mal rein, ne? Mhm. Wenn wir schon mal hier sind. Zum ersten, zum zweiten, verkauft an den stattlichen Ogrim dort. Vielen Dank, der Herr. Sucht nach Informationen. Im Lagerraum des Auktionshauses. Dürfen wir denn da so einfach rein? Steht nichts Gegenteiliges. Okay, was haben wir hier noch? Kristallschlüssel nehmen. Das Ding hier sieht irgendwie cool aus. Och, Miri, gehen wir mal aus dem Weg. Oh ja. So. Hast du andere Dinge schon gefunden? Nö. Hallo? Öffnen, sagte ich. Ach, da. Ach, mit ihm quatschen da. Ah, jetzt klar. Es ist immer eine Freude, noch einen anderen Sterblichen zu sehen. Diese Dädra sind schon ein bisschen gruselig, was? Doch hört nur, wie ich hier vor mich hin plappere. Verzeiht, loses Mundwerk, wisst ihr? Liegt an der Arbeit. Seid ihr wegen der Auktion hier? Hier gibt es nur Waren erster Güte. Ja, ich suche was ganz Bestimmtes. So nach einer Ebenerzklinge. Die Ebenerzklinge? Nun, das ist, wisst ihr, nicht wirklich mein Fachgebiet. Dädrische Artefakte, meine ich. Dann wiederum gäbe es da einen kleinen Botengang zu erledigen. Wenn ihr mir mit dem helft, wird mein Gedächtnis vielleicht klarer. Also, ganz ehrlich, ich habe da eine eigene Klinge, die eurem Gedächtnis etwas auf die Sprünge helfen könnte. Zaffer, das muss doch nicht sein. Ich hatte doch nur einen Scherz gemacht. Vor kurzem sind zwei Skafen aufgetaucht. Meinten, sie müssten sie im Hexos-Galeriegewölbe verstauen, in den Bruchgassen. Verratet bloß niemandem, dass ich euch das erzählt habe. In Ordnung? Ja. Yep. Der Auktionator, was? Was? Soll ich niemandem erzählen? Jo. Wer singt denn da so gruselig? Ja, das weiß ich nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Wo ist dieses eine blöde Buch? Ah, ich selber. Ah. Ich guck mal, ob ich das eine blöde Buch finde hier. Was soll hier irgendwo sein? Makelloses Mobiliar. Bist du hier drin, Buch? Nee. Gucken, wo du bist. Keine Ahnung, wo es ist. Muss ich mal offscreen suchen. Bist du am Platz der Portale, oder? Nö. Da, wo der Pfeil mich hingeführt hat. Ah ja. Der war da. Ach ja, wir müssen ja jetzt in die komischen, in die Bruchgasse gehen. Also hat... Ah, rechtzeitig wie immer. Habt ihr etwas im Auktionshaus entdeckt? Sie haben die Ebenerzklinge in einem Hexos-Tresorraum in den Bruchgassen verlegt, um sie vor Telvanni zu verstecken. Dem Telvanni? Dann ist es so, wie ich es vermutet hatte.
durch meinen eigenen Ruhm behindert. Wieder einmal. Unerträglich. Nun, es bringt nichts, lange darauf herumzureiten. Habt ihr sonst noch etwas gefunden? Ja, ich habe diesen seltenen Kristallschlüssel gefunden. Ein Schlüssel? Ja, der könnte sich noch als nützlich erweisen. Dürfte ich einmal anmerken, wie erfrischend es ist, fähige Verbündete zu finden? Ein seltener Luxus, das kann ich euch versichern. Macht euch auf den Weg in die Bruchgassen. Es gibt ein Hexos-Lagerhaus ungefähr in der Mitte des Viertels. Seht dort zuerst nach. Kommt ihr denn nicht mit? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich komme schon früh genug nach. Ein Wort zur Warnung. Die Bruchgassen sind ein gesetzloses Elendsviertel. Nee, ja, ich weiß. Voll von schlimmeren Dingen als sterblichen Mittellosen. Wappnet euch. Ich bin blödes Haar, was mich gerade ärgert. Warum glaubt ihr, dass der Hexos-Tresorraum in dem Hexos-Tresorraum in dem Lagerhaus ist, das ihr erwähnt hattet? In erster Linie wegen der Größe. Diese Novars von den Hexos sind recht schlau. Für kaiserliche Maßstäbe. Sie betreiben eine Reihe von Lagerhäusern in Ferngrab, doch nur eines von ihnen ist groß genug, um einem ernstzunehmenden Tresorraum Platz zu bieten. Ich schätze, wir werden es schon bald erfahren. Okay. Jo, dann in die Bruchgassen. Denke ich mal, ne? Ja, die Bruchgasse. Na, 22 Uhr oder was? Nee, na, halb Stündchen haben wir noch. Stehen ja wieder Updates vor der Tür. So. Und hier unten lang, ne? Oder bist du oben lang? In einer großen Familie lernt man sich zu wehren. Ja. Okay. Hey. Ja, da war noch ein Scam, wo ich nach der Tür gucken wollte. Nein, hier sind wir ganz falsch. Ja, ich sehe das auch so. Au! Oh, ist eine Kiste. Zerstören! Ja, ich höre mich erstmal um euch mit. Hier muss man irgendwie durch, ne? Kann das sein? Mhm. Glaube ich. Ja, es sieht ganz gut aus. Die Himmelsscherbe habe ich hier auch noch irgendwie. Ist die hier drin? Die Himmelsscherbe hier auch angezeigt? Ja. Oder ist die oben? Die ist oben. Ich sehe sie von hier aus. Ah, ja, ich sehe sie auch. Und mal dahin? Ich habe keine Ahnung. Was ist da hinten über die Brücke? Ich glaube, da gehen wir später irgendwann lang. Da kommt man da hoch? Ja, aber es bringt dir nicht wirklich was. Okay.
Irgendwie hochglitschen. Schutzzauber, keine Überraschung. Habt ihr diesen Schlüssel zur... Gut gemacht. Nun, nee, den habe ich aufgestarrt, die Tür. Kann ich hier auch mal irgendwo den Punkt... ich kriege hier nur mit irgendwen reden, aber nicht durchgehen. Hä? Okay. Bin drinne. Ja. Ich kann entweder mit... Miri reden oder mit ihm. Dann macht schon. Lasst uns... Soll ich nochmal rauskommen? Ja, kannst du ja machen, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Ich denke, diesmal hat es mich erwischt. Du hast auch keinen Pfeil darüber. Planänderung? Guck mal, ich habe da einen weißen Pfeil drüber. Hm. Ich gehe hier nochmal kurz raus und komme nochmal rein. Vielleicht. Jetzt. Nee, ich komme hier nicht rein durch die Tür. Hoffentlich finden wir heute etwas. Kannst du das vielleicht, mach mal, vielleicht zählt das ja für uns beide. Der Fortschritt. Und beide gezählt. Nehmt ihr. Hab ich gemacht. Irgendwie. Nee, ich muss noch weiter runter. Ah, ich komme nicht hinterher. Ja. Schere rein, Sera. Aber wie gesagt, gehen wir weiter. Vielleicht ist ja die. Vielleicht reicht das ja, dass ich nah genug dran bin. Nee. Da ist jetzt vorbei. Da muss ich die Quest dann abbrechen. Tja, jetzt hat es wirklich mal dich getroffen. Ja, jetzt hat es mich mal getroffen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich mich hier irgendwie durchgehe. Oder kann ich vielleicht... Kommst du irgendwo anders raus? Nee, ich bin direkt hinter dir. Verdammt. Ja, noch mal rein. Nee. Okay. Unschön. Unschön, aber egal. So. Wo musst du jetzt noch hin? Ja, ich müsste jetzt noch weiterspielen. Stimmt, die dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger, ne? Sieht so aus. Ich kann jetzt hier auch nirgendwo rein, wo ich sage, ja. Ja, dann wechseln wir einfach mal die Quest. Ah, nee, etwas. Totenländer. Geplünderte Pläne habe ich dann nur noch. Jo. So, dann machen wir das. Ah, da. Ach, warte mal, da können wir auch bestimmt in den Totenländern. Haben wir da einen Pfeil? Ah ja. Portiere mich. Zu welchem Wegschrein portierst du dich? Ist das der oder? Ne, den da. Der. Habe ich genommen. Dann portieren wir uns dorthin. Das hasse ich immer. Ja. Ne, dann breche ich die Quest dann ab und starte sie neu und laufe dann zu dem Punkt hin. Dann können wir es beim nächsten Mal machen. Es gibt doch genug Questen. Ja, wenn wir nur die Hauptstory. So, hätte eben in Richtung Norden müssen. Wir haben ja mal organisiert gespielt. Mhm. War manchmal schwierig. Ja. Aber ich glaube, das ist besser, wenn man sich dann eine Geschichte so komplett einmal anguckt, oder? Ja.
Okay. Toll, ist er wieder angegriffen und kann mit ihm deswegen nicht sprechen. Ja, super. Ach, jetzt. Was wollt ihr? Und vor allem, was treibt ihr so weit hier draußen? Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber ich laufe gerade buchstäblich um mein Leben. Wenn ihr mich damit weitermachen lassen könntet, wüsste ich das sehr zu schätzen. Eigentlich wurde ich geschickt, euch aufzuspüren. Was? Diese Dremora haben tatsächlich um Hilfe gebeten? Pah, ich werde den Griff nie verstehen. In Ordnung. Lasst mich das wenigstens erklären, bevor ihr etwas Übereiltes tut. Das ist ein großes Missverständnis. Oder im Grunde eigentlich nicht, schätze ich. Aber wir hatten einen ausgezeichneten Grund. Ich schwöre es. Ich lausche. Wartet, hier ist es nicht sicher. Bitte findet meine beiden Freunde und schickt sie nach Ferngrab. Dort wollt mir uns treffen, falls wir getrennt werden. Sobald wir vereint sind, erzähle ich euch die gesamte Geschichte. Dann könnt ihr euch entscheiden, was ihr mit uns tun wollt. Ja, klar. Na schön, ich werde euch eure Freunde suchen und euch am Portal nach Ferngrab treffen. Vielen Dank. Ihre Namen sind Elisa und Minvilet. Wir haben uns getrennt, nachdem wir hier ankamen, aber sie sollten noch nicht weit sein. Ich mache mich jetzt zum Portal auf. Ich verspreche, ich werde alles erklären, sobald diese beiden in Sicherheit sind. Okay. Kann man einen Rundweg machen. Ja. Der erste Segel ist schon in der Dingens. Sehe ich doch schon in der Minimap. Ja. Das nehme ich mit. Ruhlied-Erz. Oh, sind hier am Boss kämpfen gerade oder was? Ja, hier ist ein Bosskampf. Oh, ich noch länger mitmachen hier. Kann aber einstecken, gell? Ja. Da geht ja gar nichts runter. Oder etwas für diese komische Zeitverzögerung. Keine Ahnung. Der heilt sich auch noch nebenbei. Ja, eine würdige Herausforderung. Ja, wo ist denn endlich das Waffengift draußen? Ja, das ist immer noch drin. Ich hab jetzt gerade eben die. Ach so. Dingens erst abgeschlossen. Oh, eine Spur. Hey, cool. So. Auch noch Edelmetall. Ja, ich auch. Ah, die finden wir hier, glaube ich, eher seltener. Ich habe ja noch einen Quest frei. Wo bist du? Hier einmal um die Ecke rum. Hinterm Berg oder hinter dem komischen Gesteinsformation. Ah. Hast du denn hier auch den Quest frei? Mhm. Meinst du, wollen wir es annehmen? Ja. Mit einem Tagebuch oder sowas. So, ja, trotzdem einmal gucken. Weil ich habe hier den Quest noch nicht gefunden. Ich auch nicht. Wo die sich verstecken. Ah, ich hab's. Ah, okay. Hat für mich mitgezählt.
Platin. Mein erstes. Von 5, glaube ich, ne? Mhm. Ich bin ja falsch. Wo müssen wir als nächstes hin? Ne, es ist eine Dingens. Eine Rune. Oh, mit die Dads. Nehme ich auch mit. Ich habe die 65 Rohstoffvorkommen, die wir diese Woche brauchen, wahrscheinlich eher zusammen als die 8 Berlise. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Das sieht doch eigentlich hier prädestiniert aus, wenn noch irgendwelche Ressourcen? Nee. Hey, cool. Geht ihr vor. Pilzreste. Ich sollte mir erstmal kurz den Fokus wieder setzen. Ah. Das ist. Na toll. Oh, eine Kiste. Ach, die hat schon jemand aufgemacht. Platin. Laufbar. Jetzt habe ich einen Lauf, ja. Apropos Lauf, ich laufe mal direkt auf unsere Weste zu, ne? Oh. Ah, schon gefunden. Bleib, ich will nicht an diesem Ort sterben. Bleib zurück. Bitte, kommt nicht näher. Ich habe nicht die Kraft, gegen euch zu kämpfen und ich habe auch kein Gold, aber ich bitte euch. Ich flehe euch an, ein Auge zuzudrücken. Lasst mich gehen. Bark hat mich geschickt, um euch zu finden. Ihr habt Bark getroffen? Mhm. Ist er in Sicherheit? Geht es ihm gut? Das muss wohl so sein, wenn er euch geschickt hat, um mich zu finden.
Mir ist es einerlei, warum ihr uns helft, aber ich bin dankbar dafür, dass ihr es tut. Was ist mit Minvilet? Bitte sagt mir nicht, dass dieses Ödland sie sich geholt hat. Ja, sie hat es leider nicht geschafft. Ihr Götter, nein, das ist alles meine Schuld. Sie hat nur um meinetwillen bei dem Plan mitgemacht. Ich fing mir die Aufzehrung ein und jetzt ist sie deswegen tot. Sie hat ihr Leben bei dem Versuch verloren, meines zu retten. Ich muss Bark sehen. Bitte, wo ist er? Er wartet am Portal nach Ferngrab auf euch. Dann mache ich mich auf den Weg dorthin. Hab Dank, Fremder. Ihr könnt nicht erahnen, was mir das bedeutet. Okay. So. Okay. Nächste Wegstrahlen. Andere Richtung. Ja, genau. Aber mir fehlt immer noch Edelmetall. Ja, mir auch. Ich glaube, 2 Stück fehlen mir noch. Jetzt gehe ich einmal ins Startergebiet. Au! Aber sehen in den Auge ist reingelaufen, würde ich sagen. Was von. Ich hab's kommen sehen, wortwörtlich. Kiste. Willst du die haben? Nö, nee, kannst du nicht. Jo, ist das? Immer mal abgeben, wa? Nee, wir müssen ja noch. Nee, erstmal müssen wir mit den Leuten dann sprechen am Portal jetzt nach Ferngrab. So, wir sollen das eine Dingens ja noch betreten, ja, dieses. Stimmt, also. Wollen wir da kurz? Ja, klar. Wegstrahlen, Torheit mit der falschen Märtyrer, hätte ich jetzt gesagt, ne? Obwohl, es sind nur 10 Minuten, dann schalten die uns hier den Saft ab. Ja, ist so. Dann. Ja, nee, dann. Gehen wir nach Ferngrab oder. Nee, auch nicht. Nö.